Hallo, meine holzklaubenden Freiräumer und herzlich willkommen zurück beim weiteren lauschig-flauschigen Röntchen hier bei 7 Days to Die. Wir sitzen ja immer noch bei uns in der Bude drin. Habe jetzt mich auch gar nicht mehr woanders hin bewegt. Ich hätte mir jetzt gedacht, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ein paar Minuten haben wir noch. Und ich hätte mir vielleicht mal überlegt, weil damit wir hier ein bisschen klarer kommen, dass wir vielleicht hier so ein bisschen den Soms die Möglichkeit geben, hier reinzukommen. Ja, wobei. Doch, könnte man so machen. Doch, 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 doch. Könnte man so machen. Ich würde es nur ein bisschen anders aufbauen. Und zwar würde ich mir gerne. Warte mal, wir können das ja Form kopieren. Zack. Und Stellung kopieren. Danke dir. So, machen wir nämlich hier. Dann können wir hier ganz gechillt runtergehen. Haben wir hier noch unseren Block, der ein bisschen tiefer hängt, wa? Warte mal, ich würde das nicht gerne. Ihr habt nichts gesehen. Gar nichts. Habt ihr gesehen? So, warte mal. Kann ich den? Genau, so würde ich es gerne haben. Dass der dann. Hä? Ach so. Ist isotief. Okay, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So. Machen wir trotzdem so. Bin ich der Meinung, so dass wir hier so ein bisschen herunterhüpfen können. So, wir gehen dann hier mal so ein bisschen runter, können hier nämlich ein bisschen was abarbeiten. Und dann, wenn hier die Zombies nämlich so reinkommen, haben wir hier so ein bisschen die Möglichkeit. Wisst ihr, wie ich meine? Darum geht es mir, dass wir hier einfach ein bisschen reinschauen. So. Wow. Wann ist denn das passiert? Ja, was ich mal gucken wollte ist. Baumwolle. 40 Baumwolle brauchen wir. Ich glaube, hier so in der Nähe haben wir jetzt keine Baumwolle, wa? Oh, hier mal Baumwolle. Eins, zwei. Weil. Ich überlege gerade, ob wir nämlich jetzt mal schnell ein bisschen Baumwolle. Einfach mal sammeln. Vielleicht können wir uns hier so ein. Oh, Goldruten können wir auch mal gleich mitnehmen. Dass wir uns einfach mal so einen kleinen Bettler aufbauen können. Und dann da oben sozusagen unseren Spawner auch gleich dann haben. Weil ich glaube, das Bett war immer noch so, dass du dann auch da spawnst. Jetzt haben wir erst 15, ne? 40 Baumwolle, das ist schon krass. Ich muss sagen, für sowas ist zum Beispiel das Messer richtig ideal. Du kannst aber klack, 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 klack. Fertig. Und wenn du nicht vergessen, ist gleich schon wieder Nachtzeit. Aber wenn nicht, machen wir das am nächsten Tag. Ist jetzt auch nicht das Problem. Wollte ich heute nur mal ein bisschen mit reinnehmen, weil jetzt sind wir ja schon etwas gefeiter. Ne, wir haben jetzt auch eine kleine Waffe, wo ich jetzt gerade wieder mal alles weggeschmissen habe. Und zwar in meine Kiste rein, was sehr gut ist. Weil wenn ich jetzt überfallen werde, bin ich total dran. Ne? Oh, haben wir schon. Schade, Marmelade, haben wir schon. Okay, ich finde jetzt hier gerade gar nichts davon. Dann lass uns kurz unten noch eine kleine Loot-Runde setzen. Ja, ich würde noch eine kleine Loot-Runde setzen. Wir nehmen da nochmal ein bisschen was mit. Und währenddessen können wir uns ja hier mal ganz kurz Form aufbauen. Klatsch. Und klatsch. So, das haben wir hier schnell raus, hoch, weg. Ganz wichtig. So, was haben wir denn hier oben noch? Wir kontrollieren jetzt hier oben erstmal. Da unten brauchen wir jetzt nicht so weit machen. Hier unten räumen wir noch ein bisschen auf. Ich weiß noch nicht, ob wir uns das so halten, wie es gerade ist. Genau, medizinische Vorräte sind immer gut. Fortbites können wir jetzt herstellen. Das ist auch schon mal was Gutes. Nö, ne, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. LTC. Keine Ahnung, was das heißen soll. Na gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Hier haben sie richtig Party neu geschmissen. So Weltuntergangsparty wahrscheinlich. Ich gedacht, feiern wir voll rein. Und am Ende, naja, sind sie dem alle erlegen, wo teilweise gefuttert hat. Und dann ist es so. Handwerksfertigkeit. Ah ne, da fehlt immer noch, glaube ich. 15 war der nächste. Und die hier zum Beispiel haben 3000. Aber ich. Ich habe jetzt gerade schon einen gehört. Ich habe da gerade einen Zombie gehört. Ich. Warum so? Wo denn? Irgendwie, manchmal sehe ich überhaupt nicht, wo die dann sind. Ich höre irgendwo einen Zomb. In weiter Entfernung. Wo, jetzt kommt er nahe. Ach, da bist du. Oh, keine Pfeile mehr. Habe ich die jetzt auch alle weggepackt?
Mein letzter Pfeil und der haut in die Schädeldecke. Ist ja genial. Okay, eigentlich mache ich hier gerade einen totalen Blödsinn, meine Freunde. Ich glaube, ich werde das jetzt auch lassen. Und werde den Rest dann sozusagen die Tage machen. Weil... Oder ich sammle jetzt noch ein bisschen trotzdem ein. Reparaturkistchen, das ist gut. Weil ich jetzt gerade kann. Mitnehmen. Mitnehmen. Wir müssen auch gucken, dass wir so bald wie möglich auch anfangen und ein Beet und alles aufzusetzen. Das müssen wir auch noch machen. So, und jetzt haben wir halt das Problem. Wir haben halt das Problem, dass die hier alle rein können, ne? Die können hier alle halt rein. Wir müssen das auf jeden Fall dann mal machen, dass wir das hier alles zufüllen. Und dass hier kein Zombie mehr in unser Haus reinkommt. Eine 5er Steinaxt. Ist ja auch nicht schlecht. So, den da noch und dann gehen wir mal rein. Machetendinger, die sind auch wirklich wichtig, wertvoll und so. So. Ey, der Move der mit dem Zombie letztens, das war ja der Wahnsinn, wie der da hup, und dann fertig. Also, fand ich schon irgendwie interessant. So, wir haben hier auch alles soweit fertig. Das sammeln wir mal jetzt mal ein. Ja, dann nehme ich den hier. Ach, ich kann den nicht mitnehmen, ne? Ich muss wieder ein neues bauen. Oh. Ich muss, glaube ich, wieder ein neues Ding bauen, aber ich habe gar keine Steine mehr. Ich habe hier auch schon eine ganze Menge reingeladen, ne? So, dann machen wir das so. Das nehmen wir alles mit schon mal hoch. Hoch, 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 hoch. So, kann ich den hier auch schon mal kurz wegwapsen? So, genau. Oh, ich habe jetzt gar keinen Platz mehr. Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Wir haben hier noch eine schöne Lichtquelle. Topf, Fleisch, Wildbrett. Oh, wir können wieder neue Eier machen. Pflanzen. Zerbrochenes Glas brauchen wir ja, habe ich schon gesehen. Ja komm, das Bett holen wir uns gleich. Machen wir uns jetzt ganz gemütlich hoch. Geht gleich nämlich die Nacht herein. Und dann wird das richtig interessant. Bin ja gespannt, ob wir hier so ein bisschen Ruhe haben. Oder ob es gleich hier so ein bisschen übel wird. Also, was werden wir nochmal machen? Den nehme ich mir jetzt kurz weg. Was jetzt gleich 20 Uhr wird und wir dann... Ich muss sagen, manchmal ist das Gefühl, dass die Nachts noch heftiger sind als am Tag. Okay, nee. Nee, ich würde es so lassen. So. Und jetzt heißt es leise sein, meine Freunde. Aber wir werden trotzdem hier so ein bisschen gucken, dass wir oben... Wir wollen uns die Schmiede aufsetzen. Wir wollen uns... So cool, das Bett. Wir wollen uns die Werkbank aufsetzen. Wir brauchen noch übrigens den Gebietsschutzblock. Den brauchen wir auch noch. Und hier würde ich erstmal sagen, damit das nicht doch zu heftig wird, ich packe euch erstmal wieder ein. Springt ihr mir hier hoch oder sowas. Nee. Das mag ich nicht so. So. Das finde ich auch cool, dass wir erstmal... Also wir sind hier oben eigentlich, finde ich, schon gut in Sicherheit. Einziger Nachteil, den wir derzeit haben, ist, dass sie sich bei uns ins Haus setzen können. Ne? Also die können bei uns sich reinsetzen und können da eine ganze Menge Blödsinn veranstalten. Das müssen wir auch noch wegräumen. Da will ich mir auf jeden Fall... Also ich habe mir überlegt, hier den Weg so ein bisschen... Ich glaube, das hier ist... Kann ich das so machen? Warte mal. Kann ich mir den Form kopieren? Stellung kopieren? So, jetzt kann ich doch... Genau. Das hätte ich schon irgendwie gerne, dass wir das hier so aufbauen. Boah, warte mal. Bei denen hast du das hier drin, ne? Warte mal, ich würde das aber gern vielleicht... Nee, anders kann ich den gar nicht setzen, ne? Wenn ich den so setze, dann hängt er nach draußen. Wenn der so sitzt, hängt er nach draußen. Das war eigentlich nicht so der Plan. Nee. Ja, machen wir mal so. Hier hängen sie dann wieder nach draußen. So, genau. Hier machen wir das jetzt so. Einfach mal, dass wir ein paar dafür bauen. Wie viel kann ich denn von... Ich habe auch gar kein Holz. Warte mal. Ich habe jetzt alle da reingerückt. Jetzt räumen wir erstmal alle rein, dass wir alles hier oben haben und von hier oben aus dann unseren Platz sozusagen aufbauen. Hier wird erstmal so unser Domizil. Ich werde auch das hier alles noch ein bisschen raushauen, ein bisschen für mich schöner machen. Das ganze Glas hier so ein bisschen weg und so. Da machen wir uns das schon ein bisschen angenehmer. So, was haben wir denn hier noch so alle Pfeile? So, schön rein damit. Dann pass mal auf. Wir haben so viel Trinken. Oh Gott. Trinken. Das. Mach einfach so. Genau. Mach einfach so. Dann würde ich gerne mal gucken. Also was ich auf jeden Fall drin halten sollte, wäre jetzt Holz. Drin behalten sollten wir Stein.
Meine Steinpfeile sollte ich behalten. Dazu sollte ich mir auf jeden Fall die schon mal reinpacken. Die Axt gegen die Axt austauschen. Dann kannst du die erstmal wegmachen. Dann kannst du den erstmal reparieren. Hier brauche ich, glaube ich, ein Rohr. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Trinken müssten wir eh mal wieder. Wa? Warte mal, hier hast du eins. Und gut, 60 Punkte bringt der. Der ist gar nicht schlecht. So, mal ein Schluck Kaffee selber mal trinken. Die sollten wir auch auf jeden Fall schon mal drinnen lassen. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was. Ist ja die 8. So, was machen wir denn? Das finde ich auch schon cool. Der ist aber neu, der Effekt, oder? Der war nicht so heftig. So, dann haben wir hier so einen ganz kleinen Lichtkegel drinnen, damit es nicht ganz so duster aussieht. So, und jetzt könntest du mir doch mal, machen wir mal so 40. Ja doch, machen wir mal 40. 40 sind gut, da haben wir eine ganze Menge dazu bekommen. So, was ich auch als nächstes haben möchte, was ich immer gemocht habe, ist eigentlich die Nachtsichtbrille. Die würde ich gerne haben, insbesondere seitdem es so dunkel auch geworden ist. Ne? Also da ist es schon mal wesentlich angenehmer, das wäre schon viel cooler. Schön mit der Nachtsichtbrille, dann kannst du die Gebäude auch im Dunkeln besser machen. Da bin ich gespannt. So, genau. Jetzt haben wir uns das hier erstmal so ein bisschen umgesetzt, dass wir hier auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Schutz haben. Und hier würde ich dann gerne das würde ich gerne abbauen, zumachen. Und hier drinnen würde ich mir gerne meine Beete errichten. Richtig schön, so ein Beet. Was ich vielleicht auch noch überlege, was auch cool wäre, wären. Ich kann den ja hier hinstellen, ne? Genau. Ich könnte den hier hinstellen. Wenn ich die hier wegnehme. Nochmal. Ich überlege, wie gesagt, ist noch alles am Überlegen. Ich nehme die so ein bisschen hier weg, ja, plopp, 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 plopp. Mache hier alles nur mit dem Beet, hier so eine Treppe aufs Beet und dass es ein reines Beet wäre. Wäre auch eine coole Sache. Ja, heute ist einfach mal ein bisschen auch Entspannung. Also wir können ja nicht immer nur fix daherlatschen und alles umhauen und klopfen. Doch, könnten wir schon. Aber in der Nacht, muss ich sagen, bin ich noch respektvoll. Denn, ja, wir haben immer noch nicht gute Verteidigungsklamotten. Das fehlt uns immer. Also die Verteidigung ist immer noch ein bisschen mau. Die werden wir auch noch ein bisschen rausklopfen. Guck mal, hier hätten wir auch gut gehabt. Ja, wir werden jetzt ein bisschen umändern. Also ich will, ich überlege mal, kannst du eigentlich Fenster machen? So Fensterläden, genau. Ist zum Beispiel cool. Machen wir so einen Fensterladen daran. Kannst du den nochmal aufmachen? Also machst du den auf, dann machst du halt nicht direkt eine Scheibe da rein, sondern so offen, frei. So sowas hier nur in gerader, ein bisschen freier, dass du da durchschießen kannst. Und ansonsten machst du das zu, dass die dich auch nicht sehen. Das wäre zum Beispiel eine geile Option. Auf jeden Fall. Und den Zugang müssen wir auch noch irgendwie ändern, dass ich irgendwie anders hier raufkomme als über 500.000 Ecken. Wäre schon sinnvoller. So, nimm mal erstmal deinen Schlafsack mit. Und das kannst du jetzt komplett mitnehmen, ne? Genau. Zack. Ich habe das alles eingesammelt. Und da war er richtig laut. Ich finde, diese Effekte sehen auch richtig cool aus. Ja, wir werden jetzt so ein bisschen noch zusammen alles vorbereiten. Und ich glaube, heute wird dann auch das erste Mal sein, wo ich dann auch mal einen Schnitt sozusagen reinsetze, weil wir dann vielleicht nochmal eine Mission heute dann angehen. Und langsam sollten wir uns auch überlegen, nach und nach, wo wir erstmal unsere erste Horde nachverbringen. Also hier könnt ihr knicken, werde ich nicht machen, weil das ist jetzt unser Domizil. Hier leben wir, hier arbeiten wir. Das ist unseres, auch der Stuhl. Und hier werde ich mich nicht dazu verausgaben, dass wir Zombies hier abkriegen. Boah, es ist krass dunkel, ne? Ich finde, man erkennt so gut wie gar nichts. Da hinten ist ein Feuer, wa? Hat sich da nicht was bewegt? Ne, das sind die Blätter. Ah, ist cool. Ist cool, ey. Das Spiel ist einfach wirklich nur. Den müssen wir dann auch noch wegmachen. Das ist ein Dreiergebäude, ich glaube, den kannst du mit einem Stromgenerator auch per Nacht nämlich dann machen, das Gebäude. Aber das Gebäude gehört uns. Einfach nur unser Gebäude, hier leben wir, hier arbeiten wir, hier sind wir zufrieden. Wenn ich den jetzt hier nochmal ranhalten? Höher? Ja, nee, ich glaube, hier ist schon okay, ne? Wenn du den hier so ein bisschen hinpackst, so. Ja, haben wir wenigstens ein bisschen Licht hier. Und das hier überlege ich auch noch. Warte mal, vielleicht mache ich das auch dann so, dass ich das hier auch abschlage. Hier auch noch was reinmache. Hier das ein bisschen lang ziehe. Und hier vielleicht auch noch mal so einen Teilgarten mache. Oder so. Hier rein so einen Garten? Nee, ich glaube, das geht gar nicht, ne? Der ist da. Okay, du könntest in beiden Bereichen, du könntest den da reinhängen, ne? Oder? Nee. Nee, nee, da ist ein ganz, siehst du, da ist ein ganz kleiner Balken, weil da drin, habt ihr gesehen? Da ist ein ganz kleiner Balken. Ging leider nicht.
Immer wieder drauf gucken. So, was haben wir hier alles Feines? Pass mal auf, können wir hier noch was reinräumen? Nee, können wir nicht mehr viel. Als allererstes das erste Mal Bettchen setzen, würde ich sagen. Damit wir zumindest einen Mini-Spawn hier verhindern. Hallo, danke. So, ich würde sagen, wir schlafen erstmal. Hier wird das Doppelbett entstehen, das passt dann auch. Ja, da. Das ist unser Bett. Jetzt haben wir erstmal unseren Spawnpunkt gesetzt. Das passt dann schon mal. Hier haben wir noch eine Kiste mit beschrifteter Aufbewahrungskiste. Machen wir erstmal alles, sammeln wir hier draußen, würde ich sagen. So, wir haben jetzt hier draußen erstmal die zwei Kisten. Ich muss dann mal nachgucken, wie wir das dann auch alles dann aufbauen. Als allererstes brauchen wir wieder ein Lagerfeuer. So, da wir erstmal drinnen nicht das abfackeln wollen, packen wir erstmal hier draußen schön hin. Da brauchen wir Topf und Rost. So, rein da, sehr schön. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So. Den haben wir immer noch. So, den könnten wir mal erstmal zerschröten. Dann haben wir hier wieder nämlich ein bisschen Platz. Was brauche ich denn jetzt? Ich kann die Schmiede bauen, ne? Also Schmiede ist schon mal unsers. Ein Holzklotz. Ein Holzklotz. Wie kriege ich denn einen Holzklotz? Gut, pass mal auf. Wir gucken mal, ob wir den Rest jetzt mal zusammentragen können. Ich finde es cool übrigens, dass wir das jetzt uns festnehmen können. Das erinnert mich an Subnautica so ein bisschen. Jetzt sehen wir nämlich auch, was wir alles brauchen, was wir alles haben. Dann sehen wir auch, was wir brauchen, was wir haben. So, dann haben wir das, das, das. 1, 2, 3 und 50 Stein. Die haben wir auch da, die haben wir auch da. Warte mal, irgendwo hatten wir doch Stein gehabt. Das habe ich jetzt blind doch da. Da ist es ja, da ist es ja so. Plopp. Holzklotz. Wie machen wir denn einen Holzklotz? Ach, aus Holz. Okay. Den Holzklotz baue ich daraus. Sehr schön. Alle Zutaten für das Schmiederezept sind bereit. Na dann wollen wir uns die Schmiede mal bauen. Aber ich überlege gerade, wo wir sie dann hinstellen. Hier oben wollte ich ja eigentlich jetzt noch nicht. Aber wir müssen erstmal hier oben am besten. Wir bauen hier erstmal oben alles auf, würde ich sagen. Machen wir hier auch ums Eck erstmal. Erstmal alles bei uns behalten und später bauen wir das dann alles woanders dann hin, wenn wir dieses Gebäude ein bisschen für uns aufbauen. Weil je höher wir, glaube ich, sind, desto weniger... Oh, sieht ja cool aus. Boah, ich muss sagen, die Schmiede so in dem Zustand sieht richtig cool aus. Neuer Tagebucheintrag, Schmieden. Jetzt können wir nämlich Eisenlehm einbrutzeln. Wenn wir das machen, dann kriegen wir nämlich unsere Barren, die wir dann nämlich auch gebrauchen könnten. Ist, dann haben wir schon mal Lehmboden und wir hatten doch Eisen gehabt. Danke dir. Das Problem ist, wenn wir das jetzt alles reinlaufen lassen, wäre schlecht. Und wir müssen später dann gucken. Hier, so hast du für 45 Minuten. Jetzt, wenn wir weg sind, später können wir hier nämlich Eisen dann einbrutzeln. So. Ich glaube, die Werkbank hatten wir nämlich auch schon frei. Yeah. Uns fehlt genau ein Barren. Na gut, das passt. Das geht schon. Warte mal, du könntest dir die doch erstmal wieder verfolgen. Holz haben wir da. Klebeband können wir machen. 1, 2, 3. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Mal erstmal rein. So. 1, 2, 3. Dann kannst du hier nämlich drauf gehen. Rezepte, Klebeband, Kladderadatsch. Wir machen das jetzt hier einfach mal so ein bisschen zusammen. Damit ihr seht, was dann kommt, was wir da machen. Und das ist dann immer besser, wenn man das wirklich einfach zusammenarbeitet. Weil dann sieht man auch, was hat er denn da gemacht, der Dude. Sieht da jemand mechanische? Ich glaube, wir haben gar keine mechanischen. Wir haben noch ein paar elektrische, aber keine mechanischen. Wir haben noch ein paar geschmiedete. Das bringt uns aber auch nicht mehr viel. Und die packe ich mal rein. Die packe ich mal rein. Die packe ich mal rein. Das packe ich mal rein. Das packe ich mal rein. So, genau. Was brauchen wir? 100 Nägel? Ach du Heiliger. Na gut, also ich würde mal sagen, wir haben hier auf jeden Fall einiges zu tun, wenn wir das noch haben wollen. Da wird ja gar nichts weiter draus. Ach du Heiliger, das wird ja übel werden. So, wir können auf jeden Fall nachher hier nochmal Wasser abkochen. Wasser haben wir auch teilweise schon da. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen Yucca-Saft machen. Wir brauchen Speck und Eier könnten wir machen. Vielleicht könnten wir auch was
Kartoffeln würde ich mir erstmal so behalten, aber das kannst du später Pommes, glaube ich, machen. Also würde ich die noch nicht weggeben. Mais mir machen wir jetzt auch erstmal nichts. Na, was war denn mit dem verrottenen Fleisch? Da konnten wir doch. Rezepte. Tierfett und Knochen. Da könnten wir eine Dose Schem machen. Nee, machen wir noch. Machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht. Alles gut. Erstmal aufheben. Alles ganz locker machen. Rezepte. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon einiges. Wie kann ich denn die machen? Ich würde gern Pfeiler. Eisenpfeile, Feuerpfeile, Pfeilspitzen aus Eisen. Wow, Stahl. Ah, da brauche ich bestimmt was, ne? Wird verwendet. Können wir die schon bauen? Ey, das wäre göttlich. Wenn wir die Pfeile schon, die Stahlpfeile, dann sehen wir gleich ganz anders aus. Da, Pfeilspitze aus Stahl können wir... Nein, schmelzt... Oh, nein. Ein Schmelztiegel. Ein Schmelztiegel. Wir brauchen einen Schmelztiegel. Verdammte Axt. Okay, wir können erstmal die Eisenpfeile machen. Ist okay, das passt. So, wir sind jetzt auch schon bei 22 Minuten nur am Herumhubbeln. Jetzt werde ich sagen, ich warte, bis die Nacht rum ist, hole euch dann gleich wieder zu. Und genau, dann warten wir einfach mal. Dann bis gleich. So, dann habe ich euch mal wieder dazugeholt. Ja, ich habe mich da ein bisschen hingeruckt, habe abgewartet, bis die Zeit rumgeht. Und nun würde ich sagen, wir fangen mal gleich kurz an, dass wir schon von vornherein so jetzt ein bisschen mal produzieren, was wir jetzt noch gerade da haben. Damit wir uns Essen nochmal vorbereiten, Trinken nochmal vorbereiten und dass wir dann, dann vielleicht auch hier nochmal ein bisschen was umräumen oder sowas. Oder auch hier unser Schmiede, komm, weißt du das? Da hauen wir mal hier unsere Schmiede los. Oh, das sieht da ganz, das sieht richtig fantastisch aus. Ja, Finn, das ist richtig cool. Gefällt mir richtig. Kann ich noch hier hoch? Ja, wenn wir jetzt jemanden aufrufen, meine Güte, da passiert jetzt nicht viel. Wie großen Radius die Schmiede eigentlich hat, ne? Ja, so sieht gut aus. Ich mag die Schmiede. So, wir wollten aber auch hier gleich mal Essen machen. Wir machen, wie gesagt, jetzt schon alles mal ein bisschen da und da und dort, damit wir alles schon einmal wenigstens zur Verfügung haben. So, pass mal auf. Wir brauchen Speck mit Eiern. 1,39. Wasser kostet mich 2,54. Wisst ihr was? Wir könnten ja auch noch machen. Wir machen mal 2,54. Eins noch was. Sagen wir mal 8 Minuten 20 müsste erreichen. Kochen wir Wasser durch. Dann könnten wir mal zweimal Jukosoft machen, weil wir es gerade können. Und dann könnten wir noch Speck mit Eiern machen, aber nochmal zweimal was nachbringen. Blaubeerkuchen brauchen wir. Heidelbeeren, Ei, Maismehl, Tierfett, Wasser. Okay. Dose Scherben, Kürbisbrot. Brauchen wir Kürbis und Maismehl und Wasser. Maisbrot, okay. Ja, gut. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen auf Jagd gehen. Ein bisschen hier noch was machen, da noch was machen. Warte mal, wir hatten hier das, genau. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein geschmiedetes Eisen, brauchen wir jetzt erstmal. Sag mal, kann ich auch, kann ich nicht eigentlich auch Dietriche herstellen? Ging das früher nicht? Oder muss ich hier irgendwie was erweitern? Okay, gut. Also jetzt haben wir erstmal den einen, den wir brauchen für unsere Werkstatt, ja? Warte mal. Werk? Bank. Werkbank hat das. Die mechanischen müssen wir sammeln. Nägel müssen wir machen. 100 Nägel. Was kostet mich 100 Nägel? 100 Nägel. Ich höre es, ich höre es. Wir kriegen also jetzt noch mal ein bisschen Action. What the hell ist denn hier los? Holla die Waldfee. Jetzt geht's aber ab hier. So, wir rücken mal nur eine Station nach unten. Und dann gucken wir mal, dass die nicht zu viel hier reinhüpfen. Am besten ziehen wir es auch gleich da raus. Hey, meine Freunde. Was ist denn jetzt los? Ups.
durchgeschossen. Drüber geschossen. Ja, jetzt aber. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hau den voll daneben und dann habe ich jetzt voll ins Gesicht getroffen. Ja, also, es geht hier schon ab, würde ich sagen, ne? Da kommt gerade eine schöne Horde auf uns zu. Haben wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Begrüßung schon in unserem neuen Domizil. Könntet ihr bitte den Pool in Ruhe lassen? Wenn es wärmer wird, insbesondere zu der jetzigen Jahreszeit, würde ich mich gerne schon da reinlegen wollen. Und da sollte das nicht so viel mit Glas sein. Gott, das zittert ja. Wie viel habe ich denn hier jetzt gerade? Voll ins Bein geballert. Und der ist daneben gegangen. Ach, Mamatastisch hatten wir schon lange nicht. Die hätten wir noch gar nicht gehabt, wa? Kannst du jetzt mal umkippen, weil ich muss jetzt da unten mich mal um die Mama kümmern. Nein, 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 nein. Oh. Genau, wenn der nämlich frei wird. What the hell? Wir müssen echt aufpassen, dass wir uns jetzt nicht gleich ein Ei legen und hier zu viele sind. Oh, das ist die falsche. Ach du Heilige, ist hier was los? Kommt ihr denn jetzt alle hier auf einmal? Huhuhu, hi. Nimm mal. So, einer wieder weniger. Habe ich dich schon angeschaut? Mein Bogen macht schon wieder Zack-Mack. Hört sich mal so an, als ob die direkt hinter mir ist, ne? So, du bist auch erstmal unten. Dich habe ich daneben geballert. Jetzt haben sie das Ding schon kaputt gemacht. Ja, wir müssen jetzt echt gucken, dass wir hier recht schnell klar Schiff machen. Ich wundere mich, wo die jetzt alle auf einmal herkommen. Ach du Heilige, so pass mal auf, ich muss mal wechseln. Machen wir mal bessere Pfeile. Jetzt werdet ihr aber langsam wild hier. Boah, das ist. Das macht schon viel Spaß. Ich freue mich schon, richtig hier zu sein. Weißt du, wo es noch Zeiten gab, wo du echt nicht mehr wusstest, ob überhaupt noch Zombies leben? Also, untot sind? Und hier merkst du schon, dass hier genügend Zombies unterwegs sind. Ja, wurde schon mal ein bisschen belohnt dafür. Weißt du, wir vertreiben uns die Zeit auf jeden Fall, bis der Händler aufmacht. So. Das hat Spaß gemacht. Insbesondere. Hey, war hier nicht gerade noch ein Pfeil? Ist auch noch einer? Das sind aber jetzt die Steinpfeile, ne? Magic. Jetzt haben wir wieder ein paar Steinpfeile. Also hier, ich glaube mal, die Ecke werde ich vielleicht wahrscheinlich abreißen, damit sie mir hier nicht immer herkommen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich diesen Bereich dann behalten werde oder ob ich das umändern werde. Da muss ich mal gucken. Schönen Beutel noch. Was haben wir da? Ne? Okay, ist schon nicht schlecht. Medikamente brauchen wir auf jeden Fall immer. Weil das Problem ist, dass die natürlich hier auch reingegangen sind, wa? Ich habe aber wieder einen gehört. Na okay, hüpfen wir mal hier erstmal wieder hoch. Brauchen wir aber erstmal die Standardform. Eins. Und hopp, und weg damit. Danke. Das war auch letztens, als wir hier waren und da auf einmal die Zombies da hochgerusht kamen. Yes, Fleisch besorgt. Wuhu! Die Frage ist nur, wir müssen mal aufpassen. Die Zombies können, glaube ich, dir dein Essen wegnehmen. Also die können, die frisch erlegten Beutetiere, können die sich verköstigen. Habe ich gesehen bei der, wo war denn das? Auf Twitch war das gewesen. Bei Twitch, da haben sie das Entwickler
Stream mal gezeigt und auch gleich ein paar Bilder bei der Vorstellung von der Alpha dann gesehen, dass die halt dir die Dinger da wegfuttern können. Wenn sie Tiere erlegt hast, frisch, gehen die da halt ran und futtern dir das weg. Das ist natürlich auch immer ziemlich gemein. Insbesondere, weil ja die Tiere gar nicht so leicht zu legen sind. So, guck mal, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Wir haben heute gar nichts gemacht. Es ist ganz gemütlich. Überlänge können wir uns heute auch mal leisten. Das ist gar kein Problem, weil da können wir nämlich jetzt gleich nochmal schön... Wir haben nämlich für wieder Wildbrett. Guck mal, wie teuer ist denn jetzt eigentlich Speck mit Eiern? 4 nur noch. Ah, 20% weniger. Wir haben weniger Fleisch. Am besten wäre es, wenn du wirklich kochen skillst und nur noch ein Ei brauchst für Speck und Ei. Gar kein Ei für Speck und Ei. 5 für 4 Minuten. Okay. 4 Minuten und 7 oder sowas. Genau so. Plopp. Dann kannst du den aber rausnehmen. Das können wir auch schon mal rausnehmen. Und dann könnten wir vielleicht doch nochmal, nee, das nicht gerade, wo ist mein ganzes Essenzeug gerade wieder hin? Habe ich hier reingeschmissen? Nee, hä? Das habe ich die ganze Zeit doch dabei. Ach du Heilige, ach du Heilige. So, nochmal für 6 Mal, dann noch für 7 Minuten brauchen wir nochmal das. Ja, machst noch 15 Minuten, dann hast du genügend. Na, 16 halt dann so. Dann haben wir da genügend. Wie sieht's hier aus? Eisen wird eingeschmolzen. Wir haben die 100 Nägel für unsere Wärschbank. So, wir haben 100 Nägel, Klebeband, Holz, genau. Sollten wir vielleicht schon 100 Holz einmal reinpacken, ne? Dass wir die 100 Holz nicht verlieren. 2, 3, 4, 5, 6. Zack, zack und klatsch. Fertig aus ist es. So, pass mal auf. Hier müssen wir was essen. Mache ich den erstmal. Wa? Mal auf, können wir das jetzt mal soweit wieder alles reinpacken? Rein. Ich würde gerne die aufheben. Dann machen wir noch die anderen draus. Und ich würde gerne dich mitnehmen, dass ich erstmal eine Ausweichmöglichkeit habe. Essen auf jeden Fall mit dabei. Aber 3 reichen. Dazu gibt es dann 4-mal Mineralwasser und einen trinke ich jetzt. Du läufst noch durch. Und für dich hätte ich gern, dass du mir auf jeden Fall schon mal die Eisenspitzen machst. 251, das ist ideal. So, ich würde sagen, haha, ich habe das Fahrrad umvergessen. Hab ich nicht gesehen. Ist es nie passiert. Gar nichts. Oh, falsche Richtung. Ja, neues Haus, neues Glück und so. Ihr kennt das ja, man verläuft sich am Anfang. Insbesondere, wenn man ein Haus einfach sich annimmt. Hat man ja bestimmt schon jeder mal gemacht, dass er einfach ein Haus für sich genommen hat. Hat jemand anderen vorher gehört, war ja kein Problem. Ach Mann. Ach Mann. Gib mir mal mein Fahrrad, bitte. Da bist du. Das nehme ich aber auch nochmal mit, weil ich nicht weiß, was wir dann bekommen für eine Mission. Und dann sind wir... Ey, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Munition. Wir haben Schutz. Muss man ja sagen, wir haben ja Schutz. Also, da ich ja eh das Fenster abändern möchte, machen wir uns jetzt hier noch einen Weg frei und dann fahren wir los. Wir sind bei 34 Minuten. Hallo Welt, da bin ich. Wie geht's, wie steht's? Kann ich dich jetzt hier einfach mal festlegen? Wenn ich jetzt hier runterfahre. Joa, wäre nicht so gut gewesen. Vergessen, dass da ja eine Anschräge ist. Na, egal. So, wir fahren jetzt die 500 Meter, suchen noch eine Quest. Vielleicht finden wir noch eine schnelle Quest. Vielleicht können wir noch eine kleine, schnelle Quest machen. Wir müssen nämlich die Stufe 1 Quest machen. Und am morgigen Tag machen wir dann vielleicht noch eine zweite Quest. Und im Anschluss an der Quest danach suchen wir uns erstmal eine Möglichkeit, wo wir unsere Hordenacht verbringen. Die Hordenacht steht ja trotzdem an. Die müssen wir ja nochmal erledigen. Und müssen wir mal schauen, welchen... Ort wir dann dafür nutzen. Das wäre halt dann mal sehr interessant. Wisst ihr? Das wäre auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Sache. Genau. Wir fahren jetzt noch dahin und nehmen eine Quest an. Ich hoffe, wir können die wirklich noch schnell machen. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Solange uns jetzt nicht irgendein Runner begegnet und wir jetzt hier erstmal extremst zu kämpfen hatten. Das müssen wir mal schauen. Hallöchen. Du bist jetzt aber keiner, ne? Du bist kein Runner. So, ich darf mal an dir vorbei. Tschüss. Ja, wir sollten vielleicht... Das Gebäude finde ich, wie gesagt, auch voll interessant. Das wäre dann wirklich aber, wo du eher oben drauf was baust. Hier ist ein zerstörtes, bombardierter Peasant Gas. Die weiß ich auch nicht, weil manche haben gar keine, aber trotzdem sind da Zombies drin, ne?
Wir müssten uns eigentlich brauchen wir ja auch noch die Möglichkeit, dass wir unser Regenwasser dann nutzen. Brauchen wir ja eigentlich auch noch. Mal schauen, mal schauen. Wo habe ich eigentlich genug Holz reingelegt für die Pfeile? Ja, werden wir mal gucken. Müssen wir nämlich schon vorarbeiten, denn wir werden uns auch ein bisschen in der Horde-Nacht erstmal auf die Pfeile noch verlassen. Mann, ich bin ja pünktlich hier heute. Und ich habe meine Fackel vergessen. Nein. So, wir sind Tag 6. Morgen ist dann nämlich auch die Horde-Nacht. Deswegen müssen wir uns darauf jetzt auch langsam vorbereiten. Nee, dich brauche ich nicht. Kannst du mir geben 555 Meter? There's this complicated situation. Joe's USA kennen wir zwar schon, aber wir wollten jetzt noch einfach mal noch eine schnelle Mission machen, weil wir haben ja jetzt ein bisschen Werkbank-Sachen und so gemacht und wir müssen ja eh nochmal hier vorbei. Guck mal da, mechanische Teile. Wir brauchen mechanische Teile. Kann man eigentlich... Warte mal. Immer erst kontrollieren, ob da jemand ist. Oh, wie heißt denn das Ding nochmal? Ich brauche ein Werkzeug. Ich brauche ein spezielles Werkzeug. Schraubenschlüssel. Den kann ich jetzt ohne Werkbank machen. Okay, gut. Dann wäre das vielleicht auch für die nächste Folge was, dass wir dann jetzt Autos abbauen. Wisst ihr? So schön Autos abbauen, dass wir die nutzen können. Und wo können wir die mechanischen Teile nämlich rausmachen? Dann können wir die Werkbank bauen, was auch mal ganz gut ist, weil wenn wir die Werkbank haben, können wir auch viele Sachen dann über die Werkbank laufen lassen, dass wir die nicht in den Taschen dann herstellen. Wie zum Beispiel Pfeile. Whispering Woodlands. Wasted Shift. Stiffs. Wasted Shifts. Aber das hatten wir schon. Hier habe ich immer voll die Panik schon, weil hier ja schon so viele von Soms hier drin hatten. Wollen wir mal die Dinger hier durchgucken? Ja, wir schaffen das noch von der Zeit her. Wir machen ja jetzt auch kein Dreiergebäude oder so, wir machen ja nur ein Einzelgebäude. Immer jetzt schnell alles raus und dann gucken wir uns das gleich an. Nadeln fahren. Doppeltaschenmod, Doppeltaschenmod. Bitte Doppeltaschenmod. Pass mal auf. Erstmal Vehikel. Benutzen. Dann, ach, Messer. Shit. Feuerwehrausrüstung, Feuerwehrhelme und fertige Feuerwehrhelme, wir erleiden weniger Schaden. Das. Schuhwerk. Ach, schade. Gut, nicht das, was wir brauchten. Aber es ist schon mal ein kleiner Anfang. Die Messer fehlen uns immer. Ich will das Jagdmesser endlich bauen. Mit einem schönen Jagdmesser auf Stufe 5. Baue ich schon 5 gegen 5 aus und uns geht es richtig gut dann. Und wir machen richtig schön Schaden. Joey's Cars. USA Joey's, ne? Ist das eigentlich hier auf der Seite oder drüben dann? Das Ding, ich kann nicht vorbeifahren. Oh, da sind sogar noch mal mehr. Nee, die muss ich mitnehmen, weil ich will unbedingt, dass wir endlich mit dem Messer vorankommen. Okay, das ist uninteressant. Falls er die jetzt dadurch doppelt looten, mal meinetwegen, dann ist es so. Dann ist es so. So, hier haben wir. Robotik. Selbstgebauter Stab ist erhöht. Wie man Pflanzenfaser zu Stoff webt. Sehr gut. Verkaufen. Und Vorschlag. Naja, Vorschlag kann man. Na, okay. War okay. War okay. Haben wir uns schon vor kurzem getroffen. Und der da kuschelt gerne mit einer Wand. Okay. Kann man aber, ist jedem das sein, insbesondere bei dem warmen Wetter wahrscheinlich, eine kühle Wand, kann ich schon wieder verstehen, ne? Also, habe ich schon ein bisschen Verständnis dafür. Joe's USA, ah, guck mal, das ist wieder die mit dem, oh, die hatten wir schon mal gehabt, da wo wir dann drinnen ein bisschen aufpassen müssen, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja. So eine hatten wir ja schon. Klapp. Machen wir heute noch. Heute mal ein bisschen Überlänge. Meine Güte. Überlänge ist auch nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Mining. Bergwerkzeuge verursachen 10% mehr Blockschaden. Hätte ich noch nie gehabt. Die hatte ich noch nie gehabt. Interessant. Ja, ich mache jetzt hier kurz aus. Ich weiß erst, ich muss mal wieder kurz mich daraus einfinden. Ja, ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Deswegen muss ich mal gucken. Genau deswegen muss ich langsamer werden. Ich dödel. Die habe ich verwendet. War die Backpfeife von Bud Spencer zum Wachwerden. So, so, Batsch. Jetzt werd mal wieder wach, mein Freund. So. Shit. Ich höre ihn. Da ist. Der verfolgt mich aber auch hier heute. So. Puh. Bitte nicht so nah der her. Dankeschön.
Aber hier konnte ein Hund sein, ne? Also pass auf, jetzt ein bisschen vorsichtiger. Hier könnte ein Hund sein. Wow. Lassen wir sie mal da klopfen und dann... Können wir hier auch durchschießen? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Aber weißt du, was wir machen? Solange wir von oben drauf schießen können, ist alles gut. Oh, ich liebe das mit diesem Pfeil schon, ne? Mit dem anderen Bogen wird das dann Ganze nochmal einen wesentlichen Tack interessanter. Der ist wütend, dass ich nicht unten spielen komme. Also haben wir zumindest eine Menge Zombie-Action heute gehabt. Kann man sich nicht so beschweren. Ups. Irgendwie höre ich, als ob noch einer ballert. Hi. Was machst denn du hier? It's my place. Ey, sag mal, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ja, yeah, hab gedacht, ne? Nein, 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 nein. Ich wollte jetzt veräppeln sagen. 100 Pro. Ich stehe jetzt auch gleich hier auf hin. Nein, nicht rein, nicht retten. Komm mal her. Klopskopf. Immer dasselbe mit euch. Was war denn das jetzt? Gott, der Meter. So, sind wir fertig? Ich höre nichts mehr. Ja, ich habe auch nur einen Kopfhörer auf, aber heute ist mir das ein bisschen, ja. Dann ist es halt so. Aber wir sind schon... Nein, dann ist es halt nicht so... Diesmal ist der Hund da. Diesmal ist er da. Aber letztes Mal war der nicht da. Die halten auch so viel aus. Oh. Zombie-Gespür ist schon was Cooles. Aber wenn du dich ein bisschen beeilen willst, was zum Looten... Dann hast du schon Schwierigkeiten, ne? Oh, den habe ich drüber gesammelt. Was ist denn jetzt noch wo einer? Nee, oder? So. Ich muss sagen, der Pfeil und Bogen ist eine richtig coole, spaßige Sache. Da kann man sagen, was man will. Der macht einfach Laune. Ist halt nicht so einfach, wie wenn du Dings jetzt hast. Also wenn du jetzt mit einer Maschinenpistole oder so spielst, ist es dann wesentlich leichter, finde ich. Weil du da weniger beachten musst. So, okay. Haben wir jetzt hier alle raus. Gut, der Hund ist weg. Da brauchen wir mal ein Schlückchen Kaffee. Und... Ich höre doch schon wieder was. Schon wieder ein Zombie unterwegs, oder? Naja. Wenn du denkst, du bist alleine. Überall ballern sie gegen. Also heute hatten wir noch Wanderhorde bei uns schon zu Hause. Viele Zombies hier in dem Gebiet. Aber ich glaube, das ist auch immer neu, wenn du dich neu einloggst, weil er dann alles wieder neu berechnet sozusagen. Er müsste jetzt nicht irgendwo noch ein von den Zombies sein? Hä? Ja gut. Ach gut, dass du da runtergefallen bist. Mist. Und dass meine Trefferqualitäten wunderbar... Also das Gespringe ist schon der Wahnsinn, wie gut die mittlerweile springen, ne? Ja, wann kann die auch so rennen? Also ich weiß ja, dass die dann wild werden und so. Aber dass die dann immer so heftig rennen, finde ich krass.
Warte mal, ich habe hier doch einen Pfeil hingeschossen, ne? Schade, dass er die Pfeile nicht wieder aufsammelt. Kann ich hier auch mich hochframen einfach? Wäre am einfachsten, finde ich. Wenn ich hier mich hochsetze, dann kann ich doch hier das nehmen und weg. So. Das mit dem, dass ich mir immer die Blöcke da selber da verbaue, das ist auch immer ein bisschen dödelig. So, können wir jetzt endlich rein. Wir haben jetzt ja schon Überlänge. So, das erste, was wir auf jeden Fall mal machen, ist den da. Hä? Wann ist denn da keiner drin? Hallo? Ich höre ihn ja, aber ich sehe ihn nicht, ne? Was ist das? Nee. Du hättest gar nicht mehr aufstehen können. Ich hab dir den Arm weggeschossen. Immer und überall gucken, meine Freunde. Nicht, dass wir überrascht werden. So, Quest haben wir erledigt. Ich würde sagen, wir machen noch das Gebäude bis zum Ende. Bis zum Ende des Gebäudes. Da. Der Blick, das war jetzt genial. Habt ihr das gesehen, wie er so den Blick schon auf dich gerichtet hat, wo du den noch gerade dann bekämpfen bist? Der liegt ja so, guckt dich schon so an. Ich stehe gleich auf und fress dich. Oh. Ja, tut mir leid. Ich bin ein Zombie-Fan. Es tut mir leid. Ich kann da in der Sache nicht aus meiner Haut. Ich liebe einfach Zombies und es ist einfach Wahnsinn. So, warte mal. Ihr seid auf jeden Fall hier ein paar unterwegs. Das sehe ich schon. Nämlich da ist einer. Den machen wir ein bisschen so. Ja, na klar. Hat natürlich keiner gehört. Könntest du bitte wieder hier aufstehen, dass ihr nicht wieder alle da unten landet? Sehr gut. Oh ja, wenn du da bleibst und ich treffe, dann wäre es das Beste, was uns passieren könnte, beide. Ja, und jetzt wieder aufstehen, weiter dagegen klopfen und dann haben wir es hinter uns. Nein, 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 komm hoch. Genau, spring da rauf. So, ich würde dir gerade so schön in den Hintern reinschießen. So. Ich würde sagen, das war's, oder? Ist hier noch einer? Hallo? Keiner weiter, oder? Nö. Sehr gut. Haben wir es geschafft, meine Freunde. Ja, dann machen wir hier in der nächsten Folge direkt gleich weiter. Dann looten wir das ganze Gebäude, dann geben wir das ab. Dann haben wir wenigstens noch eine Quest gemacht, hatten wir ein bisschen Action. Wir haben uns ein bisschen im Haus ein bisschen mal was gekümmert, haben jetzt schon unsere Schmiede aufgestellt, machen als nächstes die Werkbank, dann können wir alles schon mal vorcraften. Und auch noch andere Dinge tun. Super. Für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt jetzt immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, dann Quest abgeben, vielleicht noch eine Quest machen und dann den Platz suchen, wo wir uns niederlassen für die Hordenacht. Da bin ich ja gespannt drauf, weil wir da schon einiges zu tun haben. Und wir sind Spielstart um 20. Also könnte, ist noch nicht ganz so heftig, aber wir müssen uns ja trotzdem mal ein bisschen in Sicherheit bringen, bin ich der Meinung. Und da müssen wir allgemein ja mal schauen, wo bauen wir unsere Horde bei jetzt. Weil ich hatte ja überlegt, ob wir vielleicht mal in einem Gebäude unsere Horde-Basis bauen, wo wir dann einfach sagen können, da musst du durch, da musst du durch, da musst du durch und wir können uns immer ein bisschen weiter in dem Gebäude zurückziehen oder sowas. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt und alles sehr denklich Gute. Bis dahin. Tschüss!